hast du dir die Sache mit der Laube denn immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen? Warum sollte ich denn, Mutter? Weil sowas nicht für uns in Frage kommt. Anton, ja? Was ist los? Nimmst du nun die Laube oder nimmst du sie nicht? Tja, Junge. Ja? Ja. Ja, du musst dich entscheiden, das ist höchste Eisenbahn. Sonst schnappt sie dir noch einer vor der Nase weg. Ja, klar will ich, aber meine Familie, weißt du, die will nicht so recht anbeißen. Du darfst dich nicht immer von deiner Familie ins Boxhorn jagen lassen. Du musst einfach sagen, ich nehme die Laube und fertig ist der Lack. Ja, das klingt alles so einfach, mein Junge, aber wenn man deine Familie hat, muss man darauf Rücksicht nehmen, ob man will. Jetzt oder in nicht. Allerletzter Minute. Ja oder nein? Ja, Vater, du sollst. Nicht wahr, Mutti? Kinder, wenn ich so überfallen werde, ja? Von mir aus, was bleibt mir denn anders übrig? Nein, Mutter, ja oder nein? Ne? So, ja. Ist die, dass sie Dumme suchen, die ihnen bei der Gartenarbeit helfen. Gartenarbeit? Habt ihr denn einen Garten? Ja, einen Schrebergarten. 18.000 Mark soll der Bau kosten. Sage und schreibe. Und die hat der Verein natürlich nicht übrig. Tatsache ist nun mal, dass das Gelände, auf dem sie ihre Kleingärten haben, angesichts des relativ geringen Pachteinkommens eine mangelnde Rentabilität darstellt. Also jedenfalls, meine Freunde und ich, wir wären bereit, nach Feierabend überall da zu spielen, wo man uns dafür bezahlt. Ende gut, alles gut.